Hey Leute, ich bin der Bruger und das sind die Leute, die mich monatlich unter anderem supporten. Amaterasu Hat, Amaya Neko, Ani Nakashima, Bienchen Maya, Black Rabbit LP, Leary Cabbage 8, Bluefire 486, Broken X, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XCX, Onkor 90, Erasion Korane, Green Tiger B, Hero Leipzig, Jewel Buck, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Maurice MZ, Mai Kamata, Metal Dragoner X, MJC, Cards and Games, Neo Chaos, Nixstar, Not So Toxic, Panarek 90, Patrick Koller, Poison Ivy, Pupo Fischpup, Raik Boretzky, Radion Donovan, Rufus Platus, Schattenmonster, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Torf Erde, TWD Mr. Wayne, Wölfchen 0909, Wutzli und ZX94. Ja, und damit nochmal willkommen, liebe Leute. Ich bin der Bruger und ihr seht hier Dead Man's Diary, ein Survival-Spiel, das ich mal anspielen werde, je nachdem, wie es euch gefällt, vielleicht auch ein bisschen länger spiele. Ja, hat eine sehr prominente deutsche Vertonung, muss ich mal sagen, an der Stelle. Gerrit Schmidt-Voss. Wenn euch das jetzt nicht sagt, ihr werdet gleich sehen, wer das ist. Oder gleich hören, besser gesagt. Hat nämlich eine sehr, sehr prominente Figur, die er synchronisiert in Hollywood. So, und wir starten einfach mal neu. Ich habe ganz kurz mal reingesehen, weil es gab ein bisschen Problemchen mit der Hardware bzw. mit der Grafik. Hat sehr geruckelt, aber ich hoffe, das sollte jetzt geregelt sein. Naja, wir starten neu und viel Spaß mit dem Intro. Meine Situation ist schnell erklärt. Es war nach der 2000-Wende, als die Atomraketen nur so auf die Erde niederregneten. Die Politik kümmerte sich um Klimawandel und andere Problemchen. Aber niemand hatte es auf dem Schirm, dass ein Wahnsinniger heimlich Atomwaffen baute. Er war der Auffassung, wenn seine natürliche Lebenszeit abgelaufen ist, dass nicht nur er sterben müsste, sondern alle anderen Menschen auch. Kein einziger Mensch hatte in seinen Augen das Recht, weiterzuleben. Er klügelte mit seinen Gefolgsleuten einen miesen Plan aus, sodass mit seinen Atomwaffen eine Kettenreaktion ausgelöst wurde zwischen den Atomwaffen der Weltmächte. Nur ganz wenige Menschen konnten in Atomschutzbunkern Zuflucht finden. Aber nach über 15 Jahren stellte man fest, dass die Wissenschaftler sich geirrt hatten. Ihre berechnete Vorhersage, wann man wieder auf die Erdoberfläche zurückkehren kann, war schlichtweg falsch. Also müssen die Menschen wesentlich länger im Bunker verharren, wie angenommen. Nur das bringt das nächste unmenschliche Problem auf den Plan. Die Vorräte reichen nicht aus, um alle Menschen am Leben zu erhalten. Daher wurde der Entschluss gefasst, dass einige Überlebende den Bunker verlassen müssen. Die Entscheidung fällt das Los. Die vergangenen Stunden waren die längsten und dunkelsten meines Lebens. Das Los war nicht auf meiner Seite. Somit gab es einen letzten Gratisflug mit verbundenen Augen, damit man den Weg zum Bunker nicht zurückfinden kann. Echt mies, oder? Und ihr habt's gehört, er spricht Ryan Reynolds. Also haben sie sich da hier jemanden ans Land geholt? Oh nein, das ruckelt immer noch. Aber ich glaube, das ist einfach das Spiel. Ich kann es nicht ändern, Leute. Naja, gut. Vielleicht kann ich auch was umstellen jetzt im Spiel, aber es ist wahrscheinlich eins dieser Spiele. Ich weiß noch nicht so von der Qualität her, kann ich nicht sagen, aber es hat die Unreal Engine. Und ich bin ja ein großer Freund dieser Unreal Engine, weil Licht und Schatten sehen grandios aus. So, wir speichern Taschenlampe mit F. Ah, jetzt kann ich immer steuern. Ja, ist halt sehr, ne? Na, ist schon ein bisschen besser, oder? Alles klar. Also, wie gesagt, immerhin haben wir eine gute deutsche Vertonung. Zum Tode verurteilt, ohne Wasser, Essen, Medikamente. Ausgesetzt im Wald und das mitten in der Nacht. Das ist der pure Horror. Wenn ich nur einen Hauch einer Chance haben will, sollte ich zusehen, dass ich aus dem Wald rauskomme. Und zwar schnell. Aber so schlimm siehst du doch gar nicht aus, also. Das ist dein Tagebucheintrag. Ja, nun bin ich hier im Wald ausgesetzt worden. Ein Los hat über mein Schicksal entschieden. Ob ich das hier überhaupt überlebe, weiß ich nicht. Ich brauche etwas zu essen und zu trinken, aber zuerst soll ich mich um einen Schlafplatz. Soll ich mir um einen Schlafplatz Gedanken machen. Aber nicht hier im Wald. Das ist zu gefährlich. Ich muss einen Weg aus diesem Wald finden. Okay. Das Tagebuch muss nicht weiter erklärt werden. Hier findest du alle Einträge, die du geschrieben hast. Kannst du jederzeit mit 1 öffnen. Mit E kann ich die Aufgaben öffnen.
Okay. Finde einen Weg aus dem Wald. Ja. Was? Mit 2 gelangst du ja sofort weiter und mit E kann ich dann die Gesundheit... Ah ja. Wie siehst du den Status deiner momentanen gesundheitlichen Verfassung? Du kannst sie wiederherstellen, indem du hier Gegenstände, Nahrung und medizinische Hilfsmittel zu dir nimmst. Dafür benötigst du je nach Herstellungsobjekt eine bestimmte Anzahl an Materialien. Diese sind überall in der Welt zu finden, also schau genau hin, um so viel wie möglich zu sammeln. Sollte ein Zustand einen kritischen Wert erreichen, blinkt dieses Symbol unten rechts im Bild. Ah ja, also hier ist das. Durst, Hunger, die Symbole sehen ein bisschen komisch aus, Medizin, Gesundheit und Radioaktivität. Ja. Okay. Sollte die Batterie deiner Taschenlampe leer sein oder der Filter deiner Gasmaske voll, kannst du sie hier austauschen, vorausgesetzt du hast Ersatz im Rucksack. Außerdem hast du hier noch einmal eine Übersicht über deine Verbesserungen. Drücke E, um die Notizbücher aufzurufen. Habe ich keine? Ja. Dankeschön für das Tutorial. Kann ich das aufsammeln? Mit Shift kannst du zwischen gehen und rennen umschalten. Ich habe keinen Plan, wo ich hier bin. Vielleicht sollte ich als Orientierung diesem Weg folgen. In der Regel führen die meist irgendwo hin. Ich denke die ganze Zeit an Ryan Reynolds irgendwie. Fuck. Was war das? Oh Mann, jetzt habe ich Puls. Aber ich sehe nichts. Ach, die beknackte Taschenlampe ist so hell wie ein Teelicht. Ich stolpere okay. Hier rum wie ein Zombie und mein Magen dreht sich im Kreis um meinen Arsch. Ich brauche irgendwas zu essen, sonst geht das nicht gut aus. Und nun fange ich auch noch an, Selbstgespräche zu führen. Was ist mit dem... Also akustisch ist es sehr gut, aber leider so gameplay-technisch gerade hier nicht so geil. Mystery Box. Schraubendreher. Hallo? Wer ist da? Langsam ist das nicht mehr lustig. Ich muss dir unbedingt den kürzeren ziehen. Ach, verflucht. Ein Schraubendreher kann immer sehr nützlich sein. Jodtablette. Jodtabletten sind zum Schutz der Schilddrüse. Die sind extrem wichtig. Ich sollte die Augen offen halten, ob ich noch mehr davon finde. Die Taschenlampe ist ja viel... Also die ist viel zu hell, finde ich. Pilze kann ich auch nicht nehmen. Ich bin nur aus den Büchsen was sammeln hier, aus den... Was hat sich die Menschheit damit nur angetan? Reden jahrelang über Klimaerwärmung, CO2, Dieselautos und. Aber diese Nummer hier hatte keiner auf dem Schirm. Ich werde mal kurz die Steuerung umstellen, weil ich finde das extrem doof, dass man immer... Ja, Rennen umschalten, das ist dämlich. Hab lieber gedrückt, die Taste. Ja, ist leider aktuell gar nicht so... Naja. Will's mal nicht erwähnen, das ist ja... Das hier ist ja mehr so Eskapismus. Das ist alles Müll, der müsste doch schon längst komplett verwittert sein nach 15 Jahren. Wer auch immer das hier liest, hinter dem Berg ist zu deiner Rechten ist ein Rohr im Erdreich. Dort habe ich etwas versteckt. Brauch's nicht mehr. Ein Rohr. Wo denn? Wo ist da ein Rohr? Ich weiß nicht, was er meint. Wieso hast du es nicht einfach hier versteckt? Vielleicht kommt das noch, wenn ich den Weg weiter folge. Ey, manchmal macht die Maus hier komische Sachen. Mann, Alter, wo bin ich hier? Ach, dieser Dreckswald muss doch mal ein Ende haben. Denke ich mir aber auch. Aber ich meine, Wald ist groß, wahrscheinlich. Ich finde das Rohr nicht. Ach, hier. Nee, das ist Müll wieder. Ah.
Meint er das vielleicht? Eine Batterie? Batterien für meine Taschenlampe. Sie funktionieren sogar noch. Sollte unbedingt nach Ersatzbatterien Ausschau halten. Ach ja, da ist das Rohr. Um Schlösser zu knacken, habe ich hier einen Schraubendreher und eine Art Dietrich hinterlegt. Sowas kann man immer gebrauchen. Ich habe schon genug davon. Ist ja nett. Ein Dietrich. Jetzt habe ich Schraubendreher und Dietrich. Mit ein bisschen Übung sollte ich einfache Schlösser damit knacken können. Okay. Danke. Ist ja nett von dem Typ. Ah. Das hat er aber nicht eingesprochen. Der Gerrit. Okay, da haben wir es ja. Wie gesagt, ich bin doch unschlüssig, ob ich das jetzt cool finden soll oder ob es halt wieder nur so just another Russian Survival Game ist. Ich weiß gar nicht mehr, ist das early oder ist das jetzt final? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Es fühlt sich halt von der Maus alleine sehr early an. Hallo, glücklicher Finder. Wenn du links parallel zum Industriegebiet in den Wald läufst, findet man dort einen alten Militärcontainer. Ich habe nicht alles mitgenommen, aber vielleicht kannst du es gebrauchen. Wie freundlich. Auch schon wieder. Oh, ein altes Industriegebiet. Hat auch seine besten Tage hinter sich. Ich sollte mich hier mal umsehen. Sightseeing-Tour, sehe ich im Industriegebiet um. Ah ja. Wie man es halt kennt, ne? Militäranordnung. Der Inhalt von diesem Container ist Verschlusssache. Bitte immer die Containertür geschlossen halten. Geigerzähler. Noch ein Dietrich. Ja. Was? Ah, ich sehe. Ja, 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 gut. Alles klar. Was? Bevor ich das Getränk nehme, sollte ich erstmal schauen, ob die Flüssigkeit radioaktiv ist. Das kann ich mit meinem Geigerzähler ganz einfach prüfen. Nutze den Geigerzähler, um das Wasser zu scannen. Ne, ist sauber. Sehr gut. Also so gefällt es mir schon mal von der Idee her. Oh nein, das ist radioaktiv, ne? Kontaminiert. Okay, das muss man jetzt jedes Mal machen. Ich kann auch nicht alles öffnen, komischerweise. Boah, ich muss schon was trinken. Bringt nicht sehr viel. Also man muss hier ständig dann was trinken, schätze ich mal. Deswegen auch Dead Man's Diary, weil eigentlich ist es nur alles... Natürlich. Ja, aus Konserven kann ich mir Essen herstellen. Ich sollte mich jedoch immer erst vergewissern, dass die nicht radioaktiv verseucht sind. Oh nein, ist verseucht. Shit. Dampft's aber noch. Ja, cool. Verseucht. Auch verseucht. Bisschen dunkel, oder? Soll ich es heller machen? Aber dann wird es wahrscheinlich auch blöd am Tag. Oh. Dietrich. Zwei von drei. Ich kann echt nur so wenig mit mir rumtragen. Verseucht. Soll ich es da nicht zerstören, falls hier noch jemand herkommt? Also mal rein Interesse halber.
Kann ich eigentlich auch so wechseln? Warte mal. Ich werde nicht immer ins Mausmenü, das ist total plemplem. So Steuerung anpassen. Taschenlampe ist F, Gasmaske ist M. Okay, Geigerzähler habe ich gar nicht auf einer Schnelltaste. Das ist ziemlich blöd. Oder habe ich vielleicht doch und es ist noch nicht eingegeben? Nee. Ich glaube, mit Gamepad wäre es wahrscheinlich besser, aber... Natürlich ist es kontaminiert, was denn sonst? Oh! Ungeräusche, ne? Jeder normale Mensch macht so, wenn er springt. Oh! Oh, okay, man sieht, der Dietrich, der geht auch kaputt mit der Zeit. Na komm. Ja. Die ist gut. Namen. Konserven sollte ich unbedingt vor dem Verzehr aufkochen. Dazu brauche ich dringend Feuer. Entweder ein klassisches Lagerfeuer oder eine Art Campingkocher. Richte ein Lagerfeuer. Ist ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ich find's nicht schlecht. Es ist nur ein bisschen schwergängig, dass man die ganze Zeit irgendwas... Ja, macht dies, macht das und es ist alles so umständlich. Hier auch mit dem Geigerzähler. Kann man nicht automatisch oder in der zweiten Hand halten? Ich meine, wir haben ja zwei Hände frei. Wir sind ja nicht irgendwie nur einarmiger. Was zur Hölle? Scheiße. Ich hab nicht mal eine beschissene Waffe. Hier ist ein denkbar ungünstiger Ort, um ein Lager zu errichten. Ein bisschen zu nah am Waldrand für meinen Geschmack. Vielleicht gibt es in der Industrieanlage einen besseren Ort. Ich schaue mich mal weiter um. Sind das unsere Gedanken oder die von dem Typ, der vor uns hier war? Ja, natürlich. Muss ich wieder scannen, ne? Danke. So, das meine ich. Es ist halt ein bisschen... Oh, eine Holzstange. Achso, man sieht, was ich wofür verwenden kann. Das hier zum Beispiel essen, trinken, zum Heilen. Also wir brauchen dafür eine Bandage, ein Klebeband und Rotwein. Nee, Alkohol wahrscheinlich. Aber ich glaube nicht, dass Rotwein sterilisierend ist übrigens. Nur mal so. Ja, ist wohl recht einfach gehalten. Ne? Ach ja, da sieht man es nochmal. Holzstange, unbekanntes Objekt. Okay, vielleicht ist es doch nicht so einfach. Es gibt ein paar mehr Sachen, als man denkt. Wirklich. Der eine ist aber ziemlich beschädigt. Kann man den nicht wegschmeißen? Wir haben Bitcoin! Ach na toll. Dann muss ich den ja erst zerstören jetzt, ne? Natürlich ist die auch wieder verseucht. Auch verseucht. Ja klar, ne? Sind wir bei Resident Evil? Holz. Seht ihr noch das erste Resident Evil? Eichholz. Es lohnt sich halt echt nicht, hier die Taschenlampe rauszuholen. Eine Metallstange. Ja. Schon eine nehmen? Nee, ist zu früh. Dann aber auch schnell Durst, ey, wenn ich jetzt hier rumlaufe. Ich habe nicht nur eine perforierte Leber und tierische Kopfschmerzen, nein. Jetzt habe ich mich auch noch verletzt. Mann, ich sollte in Zukunft besser aufpassen. Was? Ist doch nicht meine Schuld. Wo sieht man denn, dass wir verletzt sind? Ja, hier ein bisschen. Auch verseucht. Ich habe meine Familie verloren, meine Freunde, selbst meine Feinde. Für mich stellt sich einfach die Frage, macht das hier überhaupt noch alles einen Sinn?
Okay, er zeigt automatisch dahin, aber... Bum-bum. Als könnte ich nur drei Dietiche tragen, wenn ich hier Metallstangen und alles einstecke. Das macht mich ein bisschen kirre. Ach, guck mal, da vorne ist Feuer. Warte mal, dann, auch verseucht. Wäre auch komisch, wenn nicht. Wenn die hier so frei rumsteht. Denn hin? Niemals durch. Hallo? Hallo? Sag mal! Muss ich hier durchkriechen oder was? Also man kann sich auch hinlegen, das ist neu. Ein Nässe-Schutz, ein Regenschirm. Das ist auch sauber. Sehr gut. Noch zu früh für was trinken. Wie gesagt, ich weiß noch nicht so ganz, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen in den Kommentaren, was haltet ihr denn so vom Spiel? Ich mach jetzt mal mit Absicht einen kaputt. Wäre das doof, dass man dann nur so drei kaputte Dietriche mit einstecken kann? Ich meine, man sieht es ja schon, ne, dass es verseucht ist, da muss ich es eigentlich gar nicht mehr einstecken. Boah, fertig scannen, meine ich. Ah! Ein Papier. Oh. Das Auto gehört mir. Finger weg. Ich bin gleich wieder da. Ja, ist klar. Ist klar. Das ist aber ganz schön brutal zugange hier mit dem Ding. Holz. Da bist du gleich wieder da. Mhm. Okay. Ich kann noch weiter umherirren, aber das macht's auch nicht besser. Ich sollte da hinten in der Ecke bei den roten Metalltoren mein Lager aufbauen. Ich habe einen geeigneten Platz für ein Lager gefunden. Jetzt muss ich nur noch genug Materialien finden, um es zu errichten. Und sieh dir die Lagerstelle an. Trautes Heim. Trauriges passt besser, finde ich. Trauriges Heim. Unglück allein. Ist das gut, deswegen trinken wir jetzt mal ein Schlückchen. Weil wir haben ja keinen Platz, offensichtlich. Um ein bisschen mehr einzustecken. Ich habe mich jetzt ziemlich schlecht umgesehen, aber ist mir jetzt auch, glaube ich, ganz egal, soweit. Aber eh nichts Doppeltes hier an Dietrichen und so weiter. Mach den mal kaputt, weil es ist eh das ganz oben, glaube ich. Nee. Okay. Dafür haben wir einen Dietrich geopfert. Oh. Geh mal zurück, holen wir den Dietrich. So. Perfekt. Ach, da ist ja auch noch was. Das strahlt aber ganz schön, Mensch. Bubbles. Das heißt einfach nur Bubbles. Das Getränk. Wie kann ich eigentlich von dem anderen Kram einstecken? Wahrscheinlich auch nur... Ja, immer nur drei, ne? Hier. Warum? Ich habe mir ehrlich gesagt schon eine Meinung gebildet. Also auch wenn die Synchronisation sehr, sehr gut ist, ja. Da haben wir ehrlich, Gerrit Schmitz-Voss ist halt ein Profi und eine sehr bekannte Stimme. Ob man sie jetzt mag oder nicht, ich mag sie. Aber
Es ist halt just another Russian survival. Ich weiß nicht, weil es ist Russisch, aber ne. Oh, cool. Also ein idealer Platz, um eine Feuerstelle zu errichten. Ich könnte mit Holz, Papier, Streichhölzern, ein paar Metallstangen und einem Topf ein klassisches Lagerfeuer machen. Du brauchst doch keine Metallstangen für ein Lagerfeuer, du Affe. Ferienlager. Ja, finde alle benötigten Ressourcen. Und hier braucht man Regenschutz. Ja, okay, er sagt uns immer alles schön. Ich könnte ja ein Schlaflager errichten. Vielleicht finde ich etwas Stoff, Stroh und eine Decke. Außerdem wäre eine Plane und ein paar Holzplatten nützlich als Regenschutz. Ja, ja, ja. So, suchen wir mal. Hier irgendwas. Das ist noch eine Metallstange. Oh, gut. Aufgestrahlt. Soll ich denn jetzt hier was finden noch, sag mal? Vor allem Stroh. Ich meine, Stroh liegt ja nicht einfach mal so rum, oder? Ich weiß ja gar nicht, ist es Open World? Oder ist es Story? Also geradlinige Story. Muss es halt leider scannen, sonst muss ich später immer wieder scannen. Unheimlich. Das war mir irgendwie klar. Deswegen, ich muss die Taschenlampe gar nicht rausholen, glaube ich. Auch wenn man die echt wenig sieht. Oh, da ist Stroh drin. Wer hätte das gedacht, dass es hier doch Stroh gibt? War das? Oh, ich bin sowas von im Arsch. Ich muss hier schleunigst weg. Fragt sich nur, wohin. Oder wir bauen uns halt einfach ein Lager auf. Ja, ich weiß. So sinnlos. Holz. Also, wenn ich sonst nichts weiß, aber das weiß ich. Hier bleibe ich nicht länger als nötig. Sobald mich morgen die Sonne angrinst, nehme ich die Beine in die Hand und verschwinde von hier. Ja, oder wir bauen uns erstmal ein Lager hier. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich mir aus dem Stoff Alkohol und Klebeband ein Verbandset basteln kann. Vielleicht finde ich die restlichen Stoffe ja auch noch. Oder das Spiel ließ mich mal mehr aufsammeln als einfach nur zwei, drei Sachen immer. Ich muss aufpassen, dass ich mir hier nicht die Knochen breche bei all dem Müll, der hier rumliegt. Ah, ich dachte, ich hätte Dietrich gesehen. Auch wenn es echt düster ist. Ist schon spannend gerade. Ja, ich weiß. Oh. Ich finde, sie hätten einem auch gleich mehr Sachen geben können. Ach, die sind okay, oder was? Kartoffelchips. Ich habe eine Tüte Kartoffelchips gefunden. Nichts Besonderes, aber immerhin etwas zu essen. Wäre schön, wenn ich mehr davon finde. Dann bräuchte ich wenigstens nicht mit dem Geigerzähler zu scannen. Gut, dass ich weiß, dass es bei Waren aus Mehl nicht nötig ist. Ach, ist das so? Oh, die ist ja ganz schön sättigend, hä? Na gut. Ich habe jetzt Bock auf Chips gerade. Auch wenn die nicht gerade gesund sind. Oh Scheiße. Das kam von der Tür dort unten. Jetzt hört der Spaß auf. Ich gehe keinen Meter weiter. Und nein, ich will auch nicht wissen, was hinter der Tür ist. Doch. Lügt doch nicht so rum. Natürlich wollen wir das wissen. Betreten verboten, nur im Notfall. Oh, du bist ja ein Panikmacher, Mensch. Okay, kann ich jetzt das Lager aufbauen oder ist das noch nicht ver... Brauche ich da noch irgendwas?
Warum dampfen denn diese Müllcontainer überhaupt? Okay, wir brauchen immer noch Zeug. Und hier? Alter, was brauchen wir denn da alles noch? Ihr seid doch bekloppt. Natürlich strahlt's. Ich komme mir hier vor wie bei der Grundausbildung. Robst wie so ein Teenager durch den Dreck. Leute, der Müll kann hier nicht liegen bleiben. Wenn ich sage, bringt den Müll raus oder bitte den Müll raus, dann auch in die dafür vorgesehenen Container und nicht einfach fallen lassen. Habe ich ja den Topf. Das musst du alles erstmal suchen, ne? Natürlich ist mein Inventar voll. So. Sehr gut. Ein Papier. Paper. Und noch mehr Holz. Was ist dieses Geräusch? So, ich kann mir ein Feuerchen machen. So, nun habe ich ein Lagerfeuer. Da kann ich mir Essen kochen und Essig-Wadenwickel herstellen, sobald ich die notwendigen Zutaten habe. Warum Essig-Wadenwickel? Ich packe das erstellte Essen zu meinen Ressourcen und sobald ich Hunger bekomme, werde ich mir etwas davon nehmen. Essig-Wadenwickel? Okay. Wir brauchen noch Holz, wir brauchen... was auch immer das ist, wir brauchen noch mehr Stroh und wir brauchen noch ein bisschen Stoff. Oh, eine Batterie. Wann sehe ich denn, dass die Batterie leer ist, bitte? Aber hey, wir haben ein Lager. Einbauen. Okay. Und sehr düster hier. Oh. Können wir auch wieder die Metallstangen aufheben, sehr gut. Hier noch was? Holz. Das ist halt die Frage, von wo aus geht es denn weiter? Müssen wir das denn jedes Mal wieder machen, uns ein Lager aufbauen? Das fände ich ein bisschen... puh. Fände ich das. Naja. Gutes Wasser. Der wackelt so lustig, der Zeiger. Ist bestimmt sehr gesund. Offensichtlich ist das Industriegebiet hier zu Ende und es beginnt mein Lieblingsdistrikt. Scheiß Wald. Die hatten noch damals immer was von Waldsterben gelabert. Fakt ist, das trifft ja mal auf diese Region überhaupt nicht zu. Wer ist da? Zeig dich! Alter, komm her, ich mach dich sowas von alle! Ich brenn dir deine Netzhaut mit meiner Taschenlampe von der Pupille! Nutzt sich auch gar nicht ab, dieses Holzknacken, ne? Da ist Stroh. Wie bitte? Der kann von diesen Dingern 3 Stück rumtragen. Das finde ich aber ein bisschen übertrieben, oder? Ach komm schon. Hätte ich noch gleich kaputt machen können, den Dietrich. Ja. Bauteile. Klebeband. Sehr nützlicher Kram alles. Wie viel kann ich bitte von den Bauteilen mit mir rumtragen?
Aber schade, dass der Dietrich jetzt kaputt gegangen ist. Hä? Okay. Na toll. Ich werde nicht gebrauchen kann und ich kann es aufheben. Na toll, na toll, na toll. So, schauen wir uns hier den Dietrich nochmal. Wir brauchen immer noch Stroh. Sehr gut. Sind wir hier am Wasser? Das sind Möwen. Oh. An alle Mitarbeiter, da hier wiederholt Fremde auf dem Gelände gesehen wurden, bleibt diese Tür verschlossen oder geschlossen. Den Schlüssel könnt ihr euch im Bunker abholen. Aha. Sehr gut. Es zeigt hier rüber, aber oh ja. Da. Konserve. Ja, vielleicht. Vielleicht ist die ja mal nicht essbar, mal wieder. Hier brauche ich auf jeden Fall die Taschenlampe, geht nicht ohne. Die Tränke gibt es hier so viele und ich brauche sie halt nicht. Weiter. Transportschein. Die Abholzeit der Güter hat sich verändert. Die Waren müssen am Montag schon raus. Bitte spätestens bis Sonntagabend alles beladen. Okay. Ich glaube, die Teile gehören mit zu den teuersten Taxis der Welt, die dich mit einer Alkoholvergiftung von der Fete abholen. Aber der erweiterte Service mit Übernachtung und Frühstück via Infusion. Was ist das nur? Ist da jemand? Hallo? Wenn das so weitergeht, benötige ich dringender eine Waschmaschine als einen Lagerplatz. Weil du dich einstuhlst. Oh, jetzt kann ich das Stroh nicht mehr aufheben. Ah, oh, es ist schrecklich mit dieser Begrenzung des Inventars. Und so unnötig leider. Ich glaube nicht, dass hier noch was ist, großartig. Außer Kisten, die einfach überall rumstehen. Oh, das kann ich öffnen. Hört ihr das? Das hört sich an wie Resident Evil 1. Mystery Box. Oh, sehr gut. Holz im Auto. Papier. Paper. Töpfe kann man auch nie genug haben, glaube ich. So, trotz allem brauche ich immer noch dieses eine Teil, was mir das Lager bauen ermöglicht. Und ich weiß nicht, was das sein soll. Decken wahrscheinlich, hat er gesagt, oder? Ja, ist gut, aber... Ja, komm. Jod. Warum ist das Wasser alles sauber hier? Ich verstehe es nicht. Nein, ich will da gar nicht. F. Ich habe eine Decke. Endlich. Ich habe alles. Meine Güte, Leute. Das ist aber viel zu lang, der Abschnitt hier mit dem Sachen suchen. Wenn es noch Überlebende gibt, warum melden sie sich nicht und wir tun es zusammen? Ich meine...
Die Wahrscheinlichkeit, dass es hier irgendwo Zombies gibt oder so ein Quatsch, das ist so unwahrscheinlich. Strahlungszombies, sowas gibt's nicht. Entweder stirbst du oder du mutierst ein bisschen, aber das dauert Jahrzehnte wahrscheinlich, bis es soweit ist. Hat man nicht irgendwas? Ich habe da irgendwas gelesen bei Tschernobyl. Die ganzen Leute, die da leider zu nah dran waren noch, die leiden auch diese ganzen Jahre später, jetzt diese 4 Jahrzehnte mittlerweile. Die leiden da jetzt alle unter, also viele haben halt erhöhte Krebszahlen und was weiß ich, also ist echt bitter. Aber war es das andere? Es fehlt noch Papier. Okay, Leute, ich glaube aber, ich habe jetzt keinen Nerv hier nochmal alles abzusuchen für Papier. Nee. Entscheidet ihr, ob es euch gefällt. Es tut mir leid, wenn es jetzt hier schon aufhört, aber ich guck nochmal ganz kurz, ja. Guck nochmal ganz kurz hier, ob ich irgendwo ein bisschen Papier finde oder was das sein soll, was ich da brauche. Ansonsten gar nichts. Ich hab jetzt, ey, wenn das jetzt drin gewesen wäre, vielleicht hätte es mich ja dann doch noch gepackt, aber naja. Also von mir leider nur eine bedingte Empfehlung für das Spiel. Ihr könnt es euch ja mal angucken. Persönlich spielen und okay, wow, okay. Vergesst es ganz kurz. Ich werde noch ein paar Minütchen dranhängen, weil ich will jetzt wissen, was danach passiert. Jetzt bin ich neugierig. Wow. Endlich habe ich einen Lagerplatz gebaut. Jetzt kann ich mit Alkohol etwas Stoff und Klebeband für Bände herstellen. Es war ein langer Tag. Ich sollte mich zu meinem Schlafplatz begeben und etwas ausruhen. Leg dich schlafen. Okay, wie gesagt, aber es ist halt leider, es motiviert mich jetzt nicht sehr groß, hier weiter zu spielen. Weil, ja, ist halt Ryan Reynolds, macht sympathisch. Gerrit Schmidt-Voss, was für ein loderndes Feuer hier einfach mal abgeht. Aber ich mag Survival-Spiele sehr gerne, nur möchte ich dann halt nicht so ein begrenztes Inventar haben oder so eine echt unsaubere Technik, leider. Ich fand nur den Ausdruck, mir wickelt sich mein Darm um den Arsch, sehr lustig, aber sonst da. Oh, noch eine Rakete. Okay. Genau zwei Möglichkeiten. Entweder zerfetzt mich die Druckwelle oder ich suche Schutz in dem Bunker und werde dort von was auch immer angegriffen. Ich nehme den Bunker. Vielleicht kann ich das, was auch immer, dazu überreden, meine Runde auf dem Hof zu drehen. Vorzugsweise, wenn die Druckwelle kommt. Ich habe nur eine Chance. Ich muss den Bunker rechtzeitig erreichen. Okay. Okay, das ist interessant. Na gut, aber jetzt, Leute, werde ich mal sagen, es reicht hier auch mal. Es ist sehr cheesy alles, aber vielleicht gefällt es euch ja und ihr schaut selber mal einen Blick, riskiert mal einen Blick oder schaut mal rein, ne?
Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung lasst, vorzugsweise ein Däumchen nach oben fürs Vorstellen und was Nettes schreiben wäre auch noch ganz toll. Wir sehen uns wieder zu was anderem. Ich bin der Bruga, macht es gut und ja, viel Spaß mit Survival-Spielen.